Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Johannes Thingnesbøl feiert seinen WM-Titel im Sprint. Urheberrecht Getty Images. Für die deutschen Biathleten gibt es im dritten Rennen der Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund erstmals keine Medaille. Im Sprint der Herren siegt Superstar Bö. Die erhoffte Medaille verpasst, aber eine ordentliche Ausgangslage für den Verfolger erreicht. Die deutschen Biathleten sind beim Favoritensieg des norwegischen Superstars Johannes Thingnesbø leer ausgegangen. Im Sprint über 10 Kilometer belegte Erik Lesser den 8. Rang, Olympiasieger Arndt Peiffer lief auf Platz 9. Der entthronte Weltmeister Benedikt Doll, 11. und Philipp Navrat, 12. können am Sonntag ebenfalls angreifen. Ich habe von Anfang an Zeit gefressen. Da hat mir leider einfach die Power gefehlt, sagte Lesser, der ohne Fehlschuss blieb. Über seine läuferischen Nachteile: eigentlich sollte man mit null Fehlern um die Medaillen kämpfen. Der Rückstand ist mit 45 Sekunden aber okay, der Verfolger liegt mir. Für den deutschen Skiverband DSV war es bei den Titelkämpfen in Mittelschweden das erste Rennen ohne Edelmetall. An den ersten beiden Tagen hatten die deutsche Mixed-Staffel Silber und Überfliegerin Laura Dahlmeier Sprint Bronze geholt. In den Jagdrennen am Sonntag ab 13.45 Uhr im Live-Ticker bieten sich die nächsten Chancen, das Medaillenkonto aufzufüllen. Bö weiter überragend, dort wird Bö wieder das Maß der Dinge sein. Der 25-Jährige, der am Samstag trotz einer Strafrunde schon seinen 13. Saisonsieg feierte, setzte sich vor dem Russen Alexander Lorkenau 0,13,7 Sekunden und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet 0,16,5 durch. Der kann sich nur selbst schlagen, er hat eine unfassbar krasse Form, sagte Lesser mit Blick auf Bö, der für Peiffer der verdienteste Sprintweltmeister war. Die deutschen Hoffnungen hatten im Vorfeld vor allem auf Peiffer geruht. Der 31-Jährige befindet sich in blendender Verfassung. Ein Fehler war im Kampf mit dem laufstarken Bö und den zielsicheren Lockenau und Fillon Maillet allerdings zu viel. Ich bin weder mit dem Schießen noch mit dem Laufen zufrieden. Unter dem Strich reicht das eben nicht, monierte Peiffer. Doll hadert mit Strafrunden, noch eine Strafrunde mehr musste Gardoll drehen, der bei den Titelkämpfen vor zwei Jahren noch 0,7 Sekunden vor Bö die Goldmedaille gewonnen hatte. Das ist sehr ärgerlich, denn ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt, sagte Doll. Überraschend verschaffte sich auch Navrat eine gute Ausgangsposition. Dabei hätte der Bayer laut DSV-Regularien eigentlich gar nicht starten dürfen. Mit seinem 12. Platz beim Sprint von Soldier Hollow, USA, hatte er nämlich nur die halbe WM-Norm erfüllt. Weil der formschwache Massenstart-Weltmeister Simon Schempp allerdings auf die WM-Teilnahme verzichtet hatte, rückte der 26-Jährige nach. Vor dem Verfolger der Männer bestreiten am Sonntag die Frauen ihr Jagdrennen über 10 Kilometer. Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier geht nach ihrem dritten Rang im Sprint locker und befreit an den Start. Punkt. Neben der Doppel-Olympiasiegerin dürfen auch Denise Herrmann, 6. und Franziska Preuß, 16. noch mit einer Medaille liebäugeln.